Was geht ab, meine YouTube-Freunde? Hier sind wir wieder beim neuen Let's Play mit dem Ed und meiner Wenigkeit dem Phil. Yeah. Der Chris schon hier. Super Bisch, bitte. Einmal frei. Sehe ich das eigentlich selbst auch? Was? Ob ich das selbst auch sehe? Warte mal, wenn ich da ein bisschen nach vorne laufe. Da ist der 5. Yeah, baby. Und zwar spielen wir hier Space Engineers. Das ist ja kein neues Spiel oder so, aber ein ziemlich geiles Spiel. Also man hat echt ziemlich viele Möglichkeiten hier. Bauen, bohren, buddeln, alles im Weltall. Geil. Das Geilste beim Spiel ist, man hat kein oben, unten, links, rechts. Nee, man hat hier irgendwie... Man kann sich's aussuchen. Wir haben eben schon mal ein bisschen so getestet, um einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Da bin ich hier mit dem Schiff, das sind so die Stadtschiffe so von der Welt. Kam mir voll auf den Kopf an und hab dann zu Ed gesagt, ey, du stehst auf dem Kopf. Und er so, was ist auf dem Kopf? Das Schiff steht das so und das andersrum. Ja. Ich hab hier also mein Bohrer. Genau, und ich bin das Butterschiff. Du bist das Butterschiff, das butternde Mutterschiff. So, triggerst den Fass an, gut, in den Ansicht, ja, meine auch. Hinten haben wir direkt Gold. Und ja, da wollen wir uns noch mal dran begeben. Ja, Gold ist da ziemlich viel. Ja, hast du eigentlich, Fall. Siehst du die Erze, wie sie heißen, oder nur Bildchen? Ja, teilweise, manchmal. Okay, so. Was heißt Bildchen? Ich sehe hier auf dem Asteroid einfach was Goldenes, deswegen weiß ich... Ja, das meinte ich ja halt jetzt Bildchenmäßig. Ich werde mich einfach mal hier hinpflanzen, da irgendwo. Da lassen wir mal den Bohrer an und dann... Boah, ich kann mit dir näher. Den... Ob du hier von der Entfernung, wie laut du bist, hey, das ist... So. Ich bohre hier voll rein in den... Butterschiff ist gepackt. Ja, dann können wir das natürlich... Ich bin natürlich jetzt der einzigste Bohrer im Moment, aber das ändert sich ja dann. Ich gehe dabei erkundschaften. Und man kann auch mit der Hand bohren. Ja, okay, ich sehe da Gold. Oh, wer hätte es gedacht? Da oben ja, Gold, ist... Gold ist hier echt viel. Was ist denn das? Eisen haben wir ja auch, das ist auch schon mal gut. Also hier, wobei, wenn ihr irgendwann mal Sternchen nochmal im Himmel seht, ihr wisst, wo sie herkommen, weil hier die ganzen Golddinger wegfliegen. Ja, es gibt Asteroiden, die können einschlagen, habe ich aber jetzt mal deaktiviert. Weil das ist ätzend, wenn du keine Abwehr hast. Ja, weil die nehmen dir alles auseinander, die Dinger. Ja, das ist irgendwie brutal. Die schlagen ein in dein Ding. Alter. Schlagen Eisen. Ein in dein Ding? In your asshole. Ja. In your asshole. Das finde ich lecker. Gold ist da relativ verdammt viel. Also ja, ich hätte gern so viel Gold in Reden live. So, wo haben wir denn hier? Uns hier die Steuerung ist ein bisschen kompliziert, muss ich halt immer noch ein bisschen zurechtfinden. Ich habe ein Loch gefunden. Bin vorbeigeflogen. Hab noch Platz. Bist ja gruselstark. Und da müssen wir halt irgendwann schön hier uns so Uran. Einen Asteroiden suchen und eine Base daran bauen und was weiß ich. Und also hier hat man so viele Möglichkeiten in dem Spiel, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Also der Asteroid ist ziemlich gut, da haben wir schon relativ viele Ressourcen. Gold, Uran. Okay. Ich baue jetzt mal Uran ab, damit wir da ein bisschen was haben. Oder bin ich einfach nur doof und das schaut nur so aus wie Uran? Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich bin einfach nur ein bisschen neben der Spur wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß definitiv, dass das hier Gold ist. Ja, und ich weiß definitiv, dass ich Stein abgebaut habe. Ja, yeah, okay. Ich bin besoffen, glaube ich. Da unten schwirrt er rum, der Adcrafter. Wir haben uns auch eine Fraktion gemacht. Wir sind bei lustigen drei. Die zwei lustigen drei, genau. Bei zwei dumme drei Gedanken. Oh, was war das denn? Das gespeichert? Jo. Okay. Macht automatisch. Das ist ein bisschen ätzend, weil dann immer alles zurückgesetzt wird, aber lieber speichern, dass wir nix haben. Lieber speichern wie alten Arsch.
Oh, ich bin Arsch, ey. Habe ich schon Golderz, sind das jetzt 42 Kilo, die ich habe, oder 42.000? 42 Tonnen. Ja, jetzt kannst du mal aufhören, jetzt machen wir anders weiter. Silikon. Silikon, wo ist denn Silikon? Wir müssen alle Rohstoffe mal. Ja. Jetzt muss ich mal hier. Da ist Eisen, da ist Silikon, da ist Platin. Also da haben wir hier jede Menge Zeugs. Das hier Eisen? Das bräunliche ist Eisen. Warte mal, bohren, mal kurz. Oh, gucken. Inventar ist voll. Nein! No. FE, ja genau, das ist Eisen. Nehmen wir da Eisen, müssen wir auch mitnehmen. Ein Steinklotz oben. Ja, das ist natürlich am Anfang, ist das alles bisschen. Was ist denn das? Bisschen langwierig und. Ach, und. Ja, mei. Damit müssen wir leben. Ja. Makroni da ist oben auf der Welt. Irgendwie haben wir eine Rohstoffe. Innenansicht hier. Ja, das ist schon echt richtig. Wenn dich ein Stein trifft, ich weiß nicht. Ja, ja. Also irgendwie hauen die ab. So. Ja, die ganze Schwerkraft hier dann. Also du kannst da hier wirklich überall schön puddeln ohne Probleme. Alter, mein Stuhl, der knirscht, da könnte ich aus der Haut hüpfen, ey. Ja, wie wär's mit Öl oder so? Oh Mann. Ein WD-40. Wir machen jetzt mal Werbung. Ja. Achtung, dieses Video enthält Produktplatzierungen. WD-40 auf die Bremsscheiben, ne? Dann kann man zum Saubermachen nehmen. Ja, wenn sie quietschen, warum nicht? Ja. Wusst ihr. Schön Öl, wenn sie quietschen. Ja, klar. Was ist denn hier? So, jetzt mal gucken, wie viel Eisen haben wir denn schon? Inventar. Jo, haben wir auch schon eine Menge. So. Also ich bin hier voll am verschiedenen Metalle abbauen. Also hier auf den Asteroidenblöcken, da haben wir alles, glaube ich. Außer Platin haben wir noch nicht gefunden. Wo bist du denn? Auf den kleinen gerade rum. Weil ich muss ja mal gucken hier, was. Das ist Eisen. Ja, wo ist überhaupt mein Schiff, Alter? Das ist bei mir. Also da hinten, ja, bei meinem Schiff, da ist es. Was ist da? Am Arsch meines Schiffes. Auf diesen Asteroiden da sind, ja, da ist Silikon und alles. Ach, auf den kleinen hier. Ja, nicht da auf den geradeaus, sondern auf den da hinten, da war ich gerade. Aber wobei, hier unten ist auch alle mögliche. Farben einfach, die verschiedensten Farben einfach, fertig. Ja, mal sehen würde, ja. Hier gehe ich jetzt mal ran, Marco, das ist ziemlich hell. Ich muss halt am Anfang schauen, dass du verschiedene Rohstoffe findest, nicht immer dasselbe. Ja, ich muss jetzt nur gerade mal gucken, was habe ich hier hell? Nein, na toll, den brauchen wir natürlich nicht. Der ist natürlich sehr gut, so Uran brauchen wir mal. Warte mal, hier das sieht so brennlich aus, das. Dann Eisen, was? Kobalt. Kobalt, ja, brauchen wir auch. Sehr gute Firma ist das. Kobalt und Nickel, Nickel meine ich. Wir sind im Radl, do. Jo. Jo, jo, wir jo, sind im Radl. Du. Antenne. Ich glaub, mein Schwein pfeift hier. Wie kommt eigentlich das Sprichwort? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Schwein pfeift ja nicht, oder? Frage. Zumindest habe ich es noch nie gehört, die beiden, ob ich blöd bin, aber ich habe es noch nie gehört. Ich habe mir auch schon mal so ein paar Videos angeguckt, wie so manche Sprichwörter zusammenkommen, kommen. Oder wie sie zusammenstellen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine Prüfung hat oder sowas, dann sagt man ja auch oftmals mal, dass man Torschlusspanik hat. Und da habe ich mich immer gefragt, was heißt denn das so? Ja, und das kommt da wie gesagt von ganz früher, weil von den Dörfern, da wurden ja die hatten ja alle Tore, Mauern, ja. Und Tore drumherum. Und die wurden um eine gewisse Uhrzeit geschlossen und wenn Leute da eben zu spät kamen, hatten die Torschlusspanik. Achso, damit das Tor verschlossen zu... war. Ah, ja, genau. Okay. Das musste erstmal drauf kommen, ne? Ja, okay, das ergibt noch Sinn, aber mein Schwein pfeift.
Ja. Und ich glaube, mein Schwein, das ist ja noch. Vielleicht das innere. Der innere Schweinehund vielleicht. Hier oben ist was Schwarzes. Was ist denn das ganz Schwarze? Ganz schwarzes Uranform auch. Na, dann brauche ich mal. Nein. Halt. Inventory full. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, dein Schwein pfeift. Ui, oh, aufgeprallt. Nichts ab. Ah, ich weiß, warum du nichts abbaust. Voll bist, oder? So geht's leider, du Fool bist. Jetzt müssen wir das hier irgendwie da. Ja, du kannst da irgendwie anconnecten an mich, glaube ich. Warte mal. So, Magnesium und Stein auch noch rein. Aber wo denn? Wo hast du dein Loch? Ich glaube, irgendwo war was. Du hast ja eins, oder? Ich hab ein Loch, ja. Genau, bei mir ist oben da, schau. Was? Hier hab ich mein das Loch. Ding. Unterseite. Genau. Warte mal, hab ich überhaupt irgendwas zum Auswerfen? Ich weiß nicht, deswegen frage ich gerade. Hab das Schiff nur nicht so genau angeschaut. Ups. So, nee, da müssen wir erst ranbauen dann. Ach, ich hab keinen Auswurf. Nee, schade. Wäre cool gewesen. Müssen wir da mal gucken, dann können wir direkt an den Bohrer irgendwie, weil so. Ja, Unterseite vom Bohrer können wir direkt erst drauf klatschen. Aber da können wir es nicht verbinden. Oh. Sehen, dass ich. Achso, ich dachte, ich bin beim Schiff angekommen und das bewegt sich. Andere Seite ist mein Eingang. Wobei, ich glaube, wir können hier oben auch reinschmeißen. Dann wäre es einfach, ja. Wie denn? Ja, hier oben per Hand können wir es reinschmeißen. Du musst halt fahr mit Bohrer ganz her, noch näher. Stückchen noch. Ja, stopp. Jetzt können wir das schön rausnehmen auf einer Seite. Oh, nicht wegschieben, Mami. Wegschieben. Schieb mich doch nicht. Eieiei, das ist also, manchmal ist das echt krass mit der Störung. K war das immer, gell? Ja. So. Mein Hals. Da müssen wir da runter, okay. Da rein, K. Mein Verbinder legen und dann ist es egal. Ein Verbinder nie? Verbinde mich doch mal! So, FE. Der Stein brauchen wir halt nicht so viel mitnehmen, das. Nee, das den habe ich nur. Ja. Ich meine nur, dass wir da aufpassen dann. Den lieber dann eben da behalten und wegschmeißen dann später. Ich meine, ein bisschen können wir aber reintun. So, genau. Genau, mein Schwein pfeift. So. Jetzt sind wir schon, jetzt kann man wieder Vollgas geben. Jetzt können wir wieder. Vollgas geben. Jetzt könnt ihr leider nicht helfen. Wieder. Wo war denn hier? Hier, das war Uran, gell? Schwarz. Oder? Naja, oder? Hm? Das ganze Ding ist schwarz hier irgendwie. Ja, der Stein ist auch ein bisschen so türkisch. War ich denn? Türkisch. Der Schwein. Der Schwein ist türkisch, ja. Der Stein Schwein ist türkisch. Der Stein ist türkisch. So, ich war hier oben. Ah ja, da ist schwarz. Da ist schwarz. So, wir brauchen Stahlplatten 300. Stahlplatten, warum stellst du denn schon wieder her? Ich will meinen Drill bauen. So, ja, für deine Maschine, damit du auch endlich mal arbeiten kann. Ja. Fertigungsroboter, so. So. Wissen wir auch mal, da unten ist schon wieder ein Feind. 8000 Meter. Unser Feind. Wir uns irgendwann auch dran begeben, aber jetzt im Moment ist ein bisschen schlecht, weil. Ja, momentan ist noch nicht so ganz ideal. Und wir haben auch jede Menge Mods installiert, falls ihr das sehen könnt. Auch viele Aussehen. Ja, Aussehensverändert. Weil standardmäßig auch Sachen. Muss ja sein, na, so ist es ja nicht. Aber so ein paar Mods, wenn es schon was mit Mods gibt. Ja, was uns ja eigentlich voll überrascht hat, gell? Ihr könnt es ja ruhig mal in die Kommentare schreiben. Schreibt einfach mal rein, welche, ob ihr vielleicht coole Mods kennt oder sehen wollt. Oder vielleicht auch sehen wollt, dass irgendwas Spezielles ist. Wenn ihr da schon ein bisschen mehr Erfahrung habt, könnt ihr uns auch ruhig gerne helfen, wenn wir was falsch machen oder. Ausbessern.
Das habt ihr falsch gemacht. Ja, da steht die Uno. Das habt ihr falsch gemacht. Das habt ihr falsch gemacht. Wenn wir irgendwas falsch machen, dann sind wir natürlich für Hilfe. Gut, gern immer bereit da zu sein. Ja. So, wir sind immer da. Sind immer für euch da. Immer hier. In meinem Revier. Da steht ein Stier. Da, jetzt fängt ja bald wieder, jetzt ja wieder die Karneval-Sachen los, gell, wo ich jetzt gerade da irgendwie drauf komme. Weil ich heute gerade singe, da steht ein Pferd am Flur. Ja, dann ist da vorbei. Das ist ja wieder Karneval durch. Ach. Das ist überhaupt nichts für mich, sowas. Ja, ne. Mal gucken, wo das Schiff hinten und vorne ist. Wo habe ich ein Silizium abgebaut, bitte? Das, mein lieber Phil, kann ich dir durchaus nicht beantworten. Irgendwo habe ich Silizium her, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht hier in dem... So. Ich buddel ja eigentlich nur hier am Uran rum. Ja, du sollst schon ein bisschen Abwechslung reinbringen da, ey. Bald habe ich mein Bohrer auch. Es fehlt nur noch relativ viel. Was ist das hier? Das ist okay, jetzt sind wir wieder beim Eisen angekommen. Irgendwo muss doch hier Silizium sein. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das Zeug aussieht, gell? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Was vielleicht Silizium? Ja, hier ist Silizium. Hier, das scheint Silizium zu sein hier. Och. Korrekt, Alter. Das war noch zu viel. Bei diesem meinen Satelliten meinen. Das ist Satelliten. Asteroiden meinen. Ja, eindeutig. Mir fehlt Motor 5 und Computer 5. Das werden wir nicht zusammenbekommen, wahrscheinlich. Motor. Motore. Irgendwie sind es ja voll wenig Komponenten, die du eigentlich hast zum Bauen. Ja, du kannst da viel mit bauen, mit wenig Komponenten. Gold brauchen wir. Gold ist... Habe ich denn jetzt hier alles drin? Gold, Lithium, Kobold. Eisen und Uran. Ah, Gold haben wir eh fast schon. Gold. Haben wir auch. Ja, Gold ist auch direkt da neben unserem... Ja, stimmt. Ich haben wir ja eigentlich gehabt. Achso, ja. So. Habe ich die ganze Zeit geguckt, was ich aufsammle, aber nicht wie viel Platz ich noch habe. So, Gold. SI haben wir schon. Wollen wir dann mal für... Schon. Ja, als mein, aber mal Verbesserungen sehen. Weil ich glaube, wenn man hier im All unterwegs ist, dann... Was ist das? Erzähl mal, komm. Komm, Junge. Lass mal husten. So, ja, jetzt dann, können wir schon Computer. Geht alles nicht so, schnell. Ja, es dauert. Wir brauchen Nickel. Wenn wir jetzt Nickel haben, dann ist mein Bohrer fertig. Toll. Weiß kein Mensch, wie Nickel aussieht. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn du richtig wie Nickel aussieht. Was habe ich jetzt im Inventar? Nein, ich habe schon wieder so viel Stein. 5 Motoren. Haben wir irgendwo Motoren drin sind? Auch Stein und Silizium sehen sich irgendwie sehr ähnlich, ich weiß. Nicht warum, aber ich habe so das Gefühl. Ich könnte den Sammler abbauen. Eigentlich brauchen wir den nicht. Ja, noch nicht, aber dann. Ja, aber dann bis dahin haben wir wieder die Sachen. Oder den hier, den Connector. Oh, ich muss unbedingt weiß Energie jemand, auftanken. Weiß vielleicht jemand von euch, wie die Sachen hier aussehen? Also kennt sich da... mich echt interessieren, ob ihr da einen Tipp habt, wo wir genau erkennen. Okay, ich meine Gold, klar. Ja, Gold Eisen ist auch einfach. So ein bisschen rötlich hier, so... Okay. Ein Tipp, dass man wirklich aber, weiß. Ja. Unabhängig jetzt von Erdsensor. Es gibt ja diesen Erdsensor auch. Generell. Erdsensor, ja, den muss man aber erstmal bauen. Mal gucken, was wir brauchen. Vielleicht können wir ihn sogar schon bauen.
werde meinen Drill bauen, dann werde ich mir gleich mal angucken, ob das möglich ist. Ich werde jetzt mal zum Auslernen kommen. Was fehlt jetzt noch? Nix, der ist einfach nur grauenhaft weiß. Wer ist grauenhaft weiß? Ach, mein Drill. Na komm. So, warte, ich muss jetzt hier ausleeren, gerne, dass du jetzt hier gleich losschießt. So. Ich will den Gelb haben. So. Du mal ausleeren, ich will mal wegen Erzen so kurz schauen. So. Hey, was war das denn jetzt? Wo bist du denn nochmal? Falsches Knopf. Das war falsches Knopf. Gut, ich würde aber sagen, das Thema ist in der nächsten Folge. Gell? Schauen wir in der nächsten Folge weiter. Achso, den habe ich abgebaut. Ha, stimmt. Oh, okay. Oh, so. Und das zum Folgenende. Okay. Ja. Macht's gut, Leute. Tschüss. Auf der Reise.